Profi, er schon, ne? Ich frag mich, keine Ahnung, frag mich nicht, was da los war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da komplett im falschen Film. So, wo waren wir stehen geblieben? Oh, unser Flegleon war besiegt, das ist nicht gut. Ich wollte noch das scheiß Chimsticks wechseln. Das Chimsticks geht mir auf die Nerven. Die Fähigkeit von Chimsticks nervt mich. Wir haben noch ein anderes Chimsticks, ne? Wir haben noch... Nee, gar kein Chimsticks. Wir haben noch die Vorentwicklung hier, Chimpep. Aber erst Level 15. Können wir den ein bisschen pushen? Dieses Chimsticks, das ist mir letzte Mal so auf den Sack gegangen mit seiner scheiß Fähigkeit. Oh, ich will nicht campen. Nein. Ja, aufhören bitte. Ja. So. Wir haben da letztes Mal auch einen Raid gemacht. Ne? Lass doch einfach mal so ein paar Erfahrungsbonbons, wo auch immer die sind, auf Chimpep packen. Danke für den Follow, Malui. Schön, dass dir hier gefällt. Mal Lust auf einen Kampf, kannst ja mein Wasser-Pokémon mit Feuer angreifen. nee, kämpfen tue ich erstmal so nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich die Story durch habe oder so, vielleicht mal einen Kampf, aber ich bin nicht der. Ich kenne mich auch nicht. Ich kenne mich da auch mit den ganzen neuen Pokémon nicht so krass aus, leider. Ich habe damals auf dem Gameboy. Edit hier von Gen 1 bis Gen 3 habe ich gesuchtet. Also da bin ich komplett dabei. Ab Gen 4 habe ich dann... Was ist das? Achso. Ab Gen 4 habe ich dann damals nicht mehr gespielt. Also ich habe erst mit Pokémon Schwert wieder angefangen. Damals, 2019. Ich meine, 2019 kam Schwert, ne? Da habe ich das nämlich das erste Mal schon mal gespielt. Und erst da, ab da bin ich wieder eingestiegen in Pokémon. Also alle Gens zwischen Gen 3 und... was ist Schwert? Ist das Gen 7? Gen 8? Ich weiß es jetzt nicht. Habe ich auf jeden Fall ausgelassen. Und ja, ne? Da sind doch sehr, sehr viele Pokémon dazugekommen. Ne, die komische Typen haben, die Fähigkeiten haben mit Wesen. Und Fähigkeiten, da bin ich halt über. Ich war noch nie der Competitive Pokémon-Spieler, immer nur so entspannt auf der Couch liegen und Pokémon einmal durchspielen. Ich habe das nie so wirklich ernsthaft gespielt, ne? Dein erstes Pokémon war Pokémon Go und Pokémon Schild. Dann schätze ich mal, dass du noch relativ jung bist, oder? Ich schätze, wenn du so mein Alter wärst, oder bist du erst spät bei Pokémon eingestiegen? Aber ich glaube, wenn du so mein Alter wärst, dann hättest du wahrscheinlich auch schon eher mit Pokémon angefangen, oder? Okay, ich glaube, die Bonbons, die reichen nicht. Oh, okay, die sind gut. Bis 15, ja, okay. Wir geben mal 4. Ja, okay. Okay. Dann kann ich das verstehen, dass du mit den älteren Generationen angefangen hast. Aber yo, ne, als ich dann damals mit 2019 mit Pokémon Schwert wieder angefangen... Kreideschrei, wer will den Kreideschrei? Angefangen hab. Ja, da muss er erstmal wieder voll reinkommen, ne? Wie viele hunderte Pokémon da einfach dazugekommen sind mit komische Typ-Kombinationen, die es vorher einfach nie gab. Ah, wir geben denen beide Bonbons, oder? Ist doch gut, dann können wir das Chimsticks doch... Abschlag. Ah, brauchen keinen Abschlag. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen schwächer. Haben wir noch Sonderbonbons? Moment, haben wir noch Sonderbonbons? Ah, wir haben noch 3 Sonderbonbons. Ja, go. Alle ab auf Chimsticks.
29. Der ist doch fast auf Niveau schon von den anderen. Niveau schon. Kannst du dir mal mein Team anschauen? Wie kann ich mir denn dein Team anschauen? Ich glaube, das war erstmal alles an Erfahrung, dass wir in Chimsex pumpen können, aber das ist nicht so schlimm. Wir können nochmal eben Flickleon wieder beleben. Das arme Flickleon. So. Und jetzt nehme ich nämlich lieber dieses Chimsticks mit, weil mir die Fähigkeit von dem anderen Chimsticks einfach. Von dem anderen Chimsticks ist mir so hart auf den Sack gegangen. Nur wir brauchen das Item von Chimsticks. Item. Wundersaat nehmen wir. Und das geben wir unserem neuen Chimsticks, das nicht so eine abgefuckte Fähigkeit hat. Ich dachte zuerst, die Fähigkeit wäre sau nice, aber es geht mir voll auf den Sack, dass sie auch den Gegner heilt. Ich dachte, das wäre nur positiv für mich, diese Fähigkeit, aber nö. Ist einfach mal gut auch für den Gegner. Was für ein Scheiß. Wo sind denn die Items? Hier, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder? Wundersaat, genau, Attacken von Pflanzen verstärkt. Das Pokémon trägt nun ein Korn-Wundersaat. Korn ist immer gut. So, jetzt können wir endlich weitermachen. Einzelkampfteam. Bei Resist und dann Kampfstadion, danach auf Light-Teams. Hä? Ich spiele jetzt erstmal so ein bisschen meine Story weiter. Ich weiß jetzt nicht, ich wüsste nicht mal, wo ich das eingeben muss, was du mir jetzt da gerade geschrieben hast. Ich weiß nicht, haben uns irgendeine Seite hiervon schon mal angesehen? Ach, es ist egal, welche Seite wir hochgehen. Wir kommen eh auf beiden Seiten raus. Und du möchtest kämpfen. Oh, du möchtest kämpfen, ja? Kranowitz. Hatten die hier Kampf-Pokémon? Ich glaube, hier gab es auch Macholos und so, ne? Ah, also wirst du mit Sicherheit ein Kampf-Pokémon haben. Und dann ist unser Kranowitz doch gar nicht so schlecht. Ich bin von weit her angereist, um mir die Arena-Challenge live anzugucken. Und wo du gerade hier bist, könnte ich mir mal einen Arena-Challenger aus der Nähe ansehen. Okay. Diana fordert uns heraus. Gojana. Ha! Das ist ein Kampf-Pokémon. Wir haben mit Kranowitz ganz gut geleadet hier. Level 31, ja, easy. Aber wir haben immer noch so scheiß Flugattacken. Okay, Pflücker ist ganz okay. Ne, Stärke 60 mit Step ist es halt noch ein bisschen stärker. Aber yo! Wir brauchen noch ein paar mehr best gute Flugattacken auf Kranowitz. Was ist hier los? Bei Versus und dann Kampfstadion, danach auf Light Teams. Da kannst du den Code eingeben, soviel ich weiß. Okay. Kann ich später mal machen, ja. Der eine Pflücker hat noch nicht mal gereicht. Aber der eine Piekser reicht. Oh. Autsch. Da war ein ganz schön harten Fuß. Oh, das ging jetzt so langsam weg oben, die KP-Anzeige. Ich dachte jetzt schon fast, der Pizza würde nicht reichen. So. Bada bada bom. Unser Chimsticks muss jetzt halt noch ein bisschen an Level hochkommen. Aber wir haben Chimsticks schon fast auf den Level der anderen. Flick Leon Level 34, nice. Ich war noch nie so dicht dran am Geschehen. 2022, ja. Wow. So, ich kann ja mal einmal gucken. Bei Versus auf. Die Daten des Spielers, den du über die lokale Verbindung begegnet bist, werden ausgewertet. Ich bin keinem Spieler begegnet. Ich hatte diesen Versus-Menüpunkt noch nicht ein einziges Mal offen, seitdem ich Pokémon Schwert 2019 das erste Mal gespielt habe. Ich bin da noch nicht einmal überhaupt draufgegangen.
Daten des Spielers, denen du über die lokale Verbindung begegnet bist, werden ausgewertet. Was gibt's denn da so lange auszuwerten? Ich bin niemandem begegnet. Passiert da noch was? Ach so, der lädt gar nicht. Ich muss irgendwas drücken. Lol. Ich dachte, der lädt da irgendwas. Hä? Okay. Ja, ja, klar habe ich Nintendo Online. Logisch. Im Kampfstadion kannst du dir Link-Kämpfe mit Trainern aus der ganzen Welt liefern und an vielen unterschiedlichen Turnieren teilnehmen. Also eher uninteressant für uns. Wie gesagt, ich bin nicht der, der Pokémon Online spielt. Ich spiele Pokémon einfach nur ganz entspannt für mich auf der Couch oder halt ne, im Stream. Aber ich spiele das nicht online gegen andere. Dafür spiele ich kein Pokémon. Nimm an zwanglosen Kämpfen teil, um mit anderen Spielern ganz unkompliziert Link-Kämpfe auszutragen. Vielleicht wirst du ja so Zeuge einiger unerwarteter Pokémon und Attacken. Bei Rangkämpfen wetteifern die Spieler miteinander in Link-Kämpfen und den bestmöglichen Rang, um den bestmöglichen Rang. Der Rang gibt die Stärke eines Spielers an und ist abhängig vom Ausgang seiner bestrittenen Kämpfe. So. Bei Online-Turnieren wetteifern Spieler um die beste Wertung. Diese Zahl gibt ihre jeweilige Stärke an und wird auf der Grundlage der Kämpfe ermittelt, die sie sich mit anderen Trainern über einen bestimmten Zeitraum liefern. Im Unterschied zu anderen Formaten müssen Spieler hier selbst Turniere zur Teilnahme suchen und auswählen. Und viel zu kompliziert. So. Leihteams. Leihteams erlauben es dir, die öffentlich gemachten Kampfteams anderer Trainer über das Internet auszuleihen oder dein eigenes Kampfteam an andere Trainer zu verleihen. Aha. Wenn ein Kampfteam öffentlich gemacht wird, wird eine Team-ID ausgegeben. Mit dieser ID kannst du das entsprechende Kampfteam ausleihen. Okay. 1, 2, 3. So. K. So. R. 8. 2, 8. Das ist jetzt die ID für das Einzelkampfteam. Ja. Bundlebee, Käferfee. Aha, interessant. Ein Zeraora. Plasmafäuste, na, Elektro, Stahlflügel, Kaguron. Bestienboost. Turtok kenne ich. Nachtara kenne ich. Ditto kenne ich. Die links, die drei Pokémon, die kenne ich nicht. Ich kenne nur die rechts drei, die Pokémon. Ein Ditto hast du da drin? Okay. Mit Walschal. Ich weiß nicht, was Walschall ist. Schlohkraut, Fokusgurt. Die sind aber richtig für PvP. Musst mal auf die Attacken und Fähigkeiten schauen und Items. Die sagen mir alle gar nichts. Die Hydropumpe von Turtok, die kenne ich, die Attacke. Aber Aurasphäre, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Fähigkeiten und den ganzen Items, kenne ich mich so nicht aus. Braucht man im normalen Storyverlauf von Pokémon in der Regel nicht. Da kommst du auch so irgendwie durch. Deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt. Sieht aber nicht schlecht aus, dein Team. Möchtest du es ausleihen? Nein. Jetzt einmal deine Doppel-ID. Sorry, dass ich dir dazu jetzt nicht wirklich viel sagen kann oder sowas, aber ich kenne mich dafür halt zu wenig mit diesen Competitive-Pokémon. Kenne ich mich da zu wenig mit aus. War auch nie mein Ziel, irgendwie Pokémon zu spielen. Lapras kenne ich, Bisaflor kenne ich, Glurak kenne ich, Squirtle kenne ich auch. Müsste Squirtle dritte Gen? Müsste dritte Gen sein, ne? Glurak Leben Orb. Aha. Was hat denn Bisaflor da für einen Haufen Schlamm dabei? Giftschleim. Okay. Giftschleim verstärkt. Nee, macht keinen Sinn. Ich hätte es gedacht, Giftschleim verstärkt vielleicht Attacken vom Typ Gift.
Aber es wird ja keinen Sinn machen, dann, weil du halt nur eine Giftattacke auf dieser Floor hast. Oder? Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Alles gut, kannst es ja irgendwann mal testen. Ja, ich glaube nicht, dass ich in diesem Leben nochmal anfangen werde, Pokémon Competitive zu spielen. Ah, Giftschleim heilt. Ah ja. Ja, das ist nie verkehrt. Ich will den Pokéball. Kannst du nicht einmal irgendwie kurz springen? Oh, lass mich in Ruhe. Okay, ich schätze mal dann, dass wir über die Leiter in Richtung Pokéball kommen. Vielleicht. Ah, hier glitzert es. Zwei Paddelfossilien. Ah, damit können wir das Pokémon wiederbeleben, ne? Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémon, das in grauer Vorzeit im Meer lebte, wie es zu Lebzeiten aussah, ist ein Rätsel. Ein Rätsel. Ein Rätsel. Ah, was wir hier wieder... Oh. Was wir hier wieder für Umwege auf uns nehmen, nur um ein... Das ist ein Dickdreh, ne? Dickdreh ist mir letztes Mal so auf den Sack gegangen. Aber das Schimpfzix ist nur Level 29. Pflanze war doch gut gegen Boden, ne? Oder war Boden gut? Ne, Pflanze war gut gegen Boden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Yo! Verarsch mich nicht, Dickdri. Jetzt fangen wir... Haben wir überhaupt noch Pokebälle? Ich glaube, wir haben beim letzten Mal alle Pokebälle an Dickdri verworfen. Kann das sein? Wir haben so viele Bälle an Dickdri verworfen. Oh. Rasierblatt. 55. Hohe Volltrefferquote. Go! Wir sind langsamer. Oh, ouch! Oh, das war gut. Haben wir noch Bälle? Oh. Wir haben unsere paar Hyperbälle, die wir gefunden hatten. Ey, haben wir... Warum bekommen wir dieses Dickdreh nicht? Es soll nicht... Nein, töten. Wir setzen... Premierball. Wir bekommen das einfach nicht. Wir haben das... Ich hab das... Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie mal gucken, dass ich irgendwas bekomme von wegen Paralyse, Schlafpuder, irgendwie sowas, damit das einfacher ist, Pokémon zu fangen. Dieses Dickdre geht mir auf die Nerven. Hau ab. Ich hab kein... Wie, Flucht gescheitert. Okay, dann kriegst du jetzt halt auf den Sack. Dann ist jetzt vorbei. Und zwar... Mit Fleckleon. Wie viele Orden? Ich glaube 3. Kann das sein? Ich glaube 3. Warte. Auf jeden Fall kann ich Pokémon fangen bis Level 35. I think. Aber dieses Dickdri, es lässt sich einfach nicht fangen. Scheiß auf Dickdri. Ich bin jetzt natürlich nur bitter, dass unser Schimpfzix dafür keine Erfahrung bekommen hat. Ja, ich schau gleich mal. Nachthieb, können wir Nachthieb gebrauchen? Ich kenne Nachthieb nicht. Unlicht, oh, 70. Hohe Volltrefferquote, das ist doch gut. Haben wir noch eine schwache Standpauke? Ah, senkt dabei, Spezialangriff, brauchen wir nicht. Okay. Gut, setzen wir nochmal einen Beleber ein auf unser Schimpfzix. Dann gucken wir mal einmal. Oh. Paddelfossil. Nice. Kein Top-Beleber. Beleber. Damit unser Schimpfzix ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Damit es dran bleibt. So. Was wollten wir schauen? Wir wollten nach Orden schauen. Wo kann man Orden schauen? Ligakarte? Ja, genau. Siehst du? Du kannst Pokémon bis Level 35 fangen. Die gehorchen alle Pokémon bis Level 50. Ach, da oben sind sie. Drei Orden, genau. Aber am Level liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass dieses Dickdri sich nicht fangen lassen will. So. Klumpen Lichtlehm. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Lichtschildreflektor. Okay, also auch uninteressant.
Das ist das komisch. Wie gesagt, ich hatte letzte Mal schon im Stream voll oft versucht, einen Dickdreh zu fangen. Wir haben das einfach nicht bekommen. Deswegen hatten wir eigentlich letzte Mal gesagt, dass wir versuchen. Oh, wer bist denn du? Dass wir versuchen, mal irgendwie sowas wie Paralysen oder Schlafpuder oder irgendwie sowas mit reinzunehmen. Steinknochen. Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert. Wow, haben wir da etwa Geld gefunden? Weil, ne, dadurch, ne, wenn wir ein bisschen den Status verändern von unserem Gegner, wird es halt auch, ja klar, leichter, die zu fangen. Aber haben wir leider im Moment rein gar nichts von. Müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Ah. Du möchtest doch kämpfen. Jetzt ist unser Shimsticks vorne. Ich bin ein kampfstarkes Modell. Wahrscheinlich Model, oder? Das ist es, was mich ausmacht. Okay. Und Janet. Pion Spora. Pionskora sieht giftig aus. Es ist aber vermutlich nicht nur von Typ Gift. Käfer oder Pflanze? Also mit Liberlo würde am meisten Sinn machen, ne? Giftkäfer, ja, genau. Habe ich mir schon in der Art gedacht. Dann verbrennen wir den Käfer doch einfach. Jetzt gibt es gerade gegrillten Skorpion. Oh, Käferbiss. Das ist stark. Ah! Wenn so ein Käfer beißt, da juckt es uns mehr. Nitroladung, Feuerball. Oh, Feuerball. Oh, seit wann können wir Feuerball? Aber nur Genauigkeit 90, das ist nicht so viel, oder? Ha! Bester Fußballer. Bumm! Gegrillter Skorpion. Kann man Skorpione essen, wenn man die grillen würde? Es gibt bestimmt irgendwo wieder ein Land, wo es Skorpion als Delikatesse was oder in jedem Mittagsmenü auf dem Tisch gibt oder sowas. Skorpion, kann man Skorpion eigentlich essen? Gladiantri. Weiterkämpfen? Stahl, oder? Aber das Feuer auch gut. Ja! Ja! Ja, war das auf, ob man Skorpione essen kann, bezogen? Oder auf das Stahl? Wahrscheinlich auf das Stahl. Und Lichtstahl. Ja, ich hatte, Stahl hatte ich nämlich noch im Kopf. Wir haben das Gliandantri schon mal irgendwann gesehen. Haben wir es überhaupt schon mal gefangen? Weiß ich nicht. Selbst wenn ich verliere, was mich ausmacht. Meine Pokémon sind und bleiben toll. Selbst wenn ich verliere, was mich... Was laberst du? Ah, Moment. Wir hatten ein Münzamulett. Welches Pokémon hatte unser Münzamulett? Das war Fleckleon, oder? Ja, wir müssen Fleckleon kämpfen lassen, wenn wir Pokémon-Kämpfe haben. Go. Wir brauchen mehr Geld. Boah, Fleckleon, keine Ausreden hier. Es wird sich angestrengt, wir brauchen mehr Geld. Okay. Ach so, geht es hier links gar nicht weiter? Ich dachte zuerst, es würde vielleicht links weitergehen bei dieser... Aber vielleicht ist die Statue da hinten auch eine Sackgasse. Bam, bam, badam, bam, bam. Ah, aber Sonnig ist nicht so gut wegen unserem Fleckleon, ne? So, egal. Sonnenschein schwächt ja auch Wasserattacken, war das so? Ah, da oben ist der Archeo. Ah, doch, hier ist eine Sackgasse. Schaufler. Das ist eine gute Bodenattacke. Aber wir haben Boden. Aber kann Pampros Schaufler? Ein Pferd? Vermutlich nicht, ne?
Ne, aber Gaunux könnte Schaufler erlernen. Ne, erstmal nicht. So. Ah, was laberst du hier? Guck mal, wie sie sich freut, uns zu sehen. Hallo. Von vielen Spielen beim Poke-Camping können Pokémon ganz schön hungrig werden. Die freuen sich dann riesig, wenn du mit ihnen gemeinsam Curry kochst. Also, was meinst du? Hast du Lust, in meinem Poke-Camp mit mir zu kochen? Kochen war noch nie so meine Stärke. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen was funkelt? Irgendwie noch so ein verstecktes Item oder so? Nö. So, und du bist hier der Fuzzi, der die Fossilien in Pokémon verwandelt, ne? Oder? Ich erforsche Fossilien, genau. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Können wir nicht? Nee, du weißt das nicht? Okay, ich dachte, du wärst der Fuzzi gewesen, der das auch direkt von hier aus macht, aber anscheinend nicht. Yo, diese. Oh, da ist ein Pokémon Center. Da kommen wir dann wahrscheinlich bei einem rechten Weg hin. Das ist schon die nächste Stadt. Ah, dann haben wir gar nicht so viel gelevelt, wie ich zuerst dachte, auf dem Weg in die nächste Stadt. Müssen wir mal schauen. Aber diese drei Riesendiktas da hinten. Schon ein bisschen gruselig. Also ist das eine Boden-Arena? Vermutlich, ne? Okay, Boden sollte eigentlich easy werden für uns. Schade, dass unser Shimmsticks jetzt nicht gerade das Stärkste im Moment aktuell ist. Aber halb so wild. Dickdreh. Versuchen wir es nochmal. Ah! Wir müssen doch wohl. Komm, Superbälle. Wir haben Superbälle. Es muss doch möglich sein, mit. Superbell, obwohl wir haben einfach auch zu starke Attacken, ne? Wir sind zu stark, glaube ich. Wir töten es sofort, ne? Das ist okay, das ist super schwach. Überlegst du dir das nochmal mit dem Kampf? Könntest du bestimmt viel lernen. Ja, auf jeden Fall mache ich es aber nicht heute. Vielleicht kämpfen wir irgendwann in Zukunft, wenn ich die Story mal durch habe, mal gegeneinander. Aber erstmal habe ich da, sorry, aber habe ich da wirklich kein Interesse dran, so an Online-Kämpfen. Aber trotzdem, danke für das Angebot, aber heute definitiv nicht. Aber das ist kein komplettes Nein. Jo, ich hätte gedacht, dass Aquaknarre ein bisschen mehr Schaden macht. Wir sind 5 Level über dieses Diktri. Setzen eine Wasserattacke ein, was sehr effektiv ist. Und das juckt Diktri einfach mal so gar nicht. Warum verfehlst du? Okay, Fleckleon, keine Ahnung, du hast es einfach verdient zu sterben. Wenn du nicht mal in der Lage bist, ein Diktri mit Wasser zu bespucken. Jo. Sorry, aber. Wir setzen mal unseren Kranowitz ein. Wir versuchen das jetzt einfach mal zu fangen. Können wir noch mal einen Piekser einsetzen, ohne dass es stirbt? Ich würde schon gerne im roten Bereich kommen. Es soll einfach nicht sein, dass wir dieses Diktri fangen. Wieso gibt es keinen Sound mit Ja? Ein Sound mit Ja? Meinst du bei uns in den Kanalpunkten? Diese Sounds, die wir da drin haben. Oh, Borschnabel. Das könnte auch eine gute. Das hört sich nach einer guten Flugattacke an. Oh! Korkenzieherangriff, bei dem der Schnabel als Bohrer dient. Gut. Ja, genau. Weiß nicht, weil ich bis jetzt noch nicht irgendwie mal irgendwo was gehört habe, wo sich ein. Weiß ich nicht, gibt's einfach bis jetzt noch nicht. Aber können wir uns ja überlegen, mal eins reinzutun.
Gibt es aktuell einfach nicht. So, da hinten ist noch ein Pokémon-Trainer gewesen, deswegen müssen wir Flick-Leon jetzt nochmal wiederbeleben. Weil Flick-Leon auch das scheiß Münzamulett hat. So. Mit Trank. IQ schlägt zu. IQ schlägt zu. Schade, einfach nach einem Kampf fragen und den Sound abspielen. Ach, deswegen fragst du. Ja, das würde nicht so funktionieren. Flick-Leon ist gar nicht tot. Doch. Haben wir gerade... Ich werde alt. Hatte ich Flick-Leon schon wiederbelebt? Okay, dann setzen wir nochmal einen Trank ein. Haben wir keine Super-Doch haben wir da. So. Flick-Leon. Waren wir hier schon mal? Hatte ich schon? Lol, okay. Hatte ich schon wieder vergessen, dass ich Belebe einfach eingesetzt habe. Oh. Oh. Wenn ich hier runterspringe, kommen wir da nicht mehr hoch, oder? Aber wir könnten durch die Wiese gehen. Okay, wir kämpfen erstmal. Kochst du auch fleißig Curry? Nö. Ein Geotesto. Das sieht auch sehr nach Kampf aus. Granowitz, go. Aber wir haben immerhin Flick-Leon einmal eingesetzt, damit das Münzamulett greift. Bergsturm. Oh. Okay, dann setzen wir jetzt das erste Mal unsere neue Flugattacke ein. Bohrschnabel. Damit sollten wir das doch sofort tot kriegen, oder auch nicht? Warum hat das jetzt gar nicht mal so viel gemacht? Wie stark ist das? Level 31. Oder war es gar nicht sehr effektiv? Doch, eigentlich schon, ne? Doch. Schimpfst du... Also bevor wir... Ja, ich glaube, bevor wir in die nächste Arena gehen, müssen wir auf jeden Fall irgendwie Schimpfsticks noch ein bisschen pushen, oder? Du und deine Pokémon habt so eine scharfe Kombi abgegeben, dass mein Mund jetzt taub ist. Okay. So. Wir wollen eigentlich nicht runter. Hä? Na gut, der Weg ist ja nicht weit, ne? Aber hier war doch der Hinweg, oder nicht? Ah, nein, hier ist noch ein Pokéball. Sieh mal an. Oh, Stahlflügel. Das ist doch was für unser Kranowitz. Nice. Soll ich dir eins geben? Was meinst du jetzt? Was willst du mir geben? Stahlflügel ist zwar von Typ Stahl, aber... Ne, wenn unser Kranowitz sich ja noch einmal entwickelt, wird es ja zu Flugstahl. Aber kann er noch gar nicht erlernen. Warum kann Kranowitz das nicht erlernen? Oh. Soll ich dir eins geben? Pokémon? Achso, nee, danke, brauchst du nicht. Warum kann Kranowitz kein Stahlflügel erlernen? Ich dachte, das... Okay, vielleicht erst bei der Weiterentwicklung. Nein, lass mich alle in Ruhe. Oh, wer bist du? Das Vieh haben wir noch nicht. Faire Mikula. Oh, das können wir versuchen zu fangen. Ist das auch Typ Stahl? Stahlkäfer? Sieht auf jeden Fall sehr stahlig aus. Dann könnte aber Libero zu krass sein. Level 34 und Licht. Wir probieren es einfach mal. Bam, badam, bam. Wolltest flexen? Warum? Was für ein Pokémon hättest du mir denn angeboten? Initiative steigt.
Attacke? Wie ist sein Angriff einfach pusht? Das macht ja mal gar nichts. Hättest eine große Auswahl. Okay. Ja, also das ist jetzt, also auf dieser Switch, wo ich jetzt hier gerade spiele, auf der habe ich ja Schwert nochmal, Pokémon Schwert nochmal neu angefangen. Ich habe auf meiner anderen Switch, die ich hier links noch stehen habe, da habe ich Pokémon Schwert schon einmal durchgespielt und da habe ich auch schon den Chillerpin. Also ich habe auf der anderen, auf meiner anderen Switch, auf dem anderen Spielstand, habe ich auch Pokémon schon einmal komplett durchgespielt und auch schon den Pokédex einmal voll gemacht und auch die beiden DLCs habe ich durchgespielt. Also so ist es jetzt nicht. Aber ich habe halt extra jetzt nochmal auf der anderen... Will nicht töten! Oh. Okay, tschüss, Fermicola. Also deswegen werde ich auf diesem Spielstand jetzt hier definitiv den Pokédex nicht voll machen, weil ich ihn einfach auf meinem anderen Spielstand schon habe. Und ich mache das bestimmt nicht noch einmal. Das hat lang genug gedauert und war... Oh, und war ätzend genug. Ah, das ist... Viel zu schwach für die Genauigkeit, yo. Wir brauchen Slam. Genauigkeit ist höher als die Stärke, aber... Ne, die Stärke ist halt nur 75 und die Genauigkeit 80. Yo, wir brauchen sowas. Lass mich in Ruhe. Oh. Ein Sonderbonbon. Das können wir nochmal Schimsticks geben. Ja. Ja, du sollst nichts erlernen hier. Sonderbonbon, ab auf Schimsticks. Nice, dann haben wir den schon auf Level 31 gepusht heute. Oh, bin ich froh, dass ich diese Scheißfähigkeit von einem anderen Schimstick weg habe. Ich dachte echt zuerst, die wäre sau nice, aber... Nö. Oh. Pionskora, haben wir die schon? Haben wir schon einen Pionskora? Wir haben noch keinen Pionskora. Versuchen wir das jetzt zu fangen. Ja. Wir können es nochmal versuchen, es zu fangen. Ha, da kriegst du nichts mehr runter, Pionskora, ne? Oh, Abschlag. Ey. Töten wir es mit dem Pflücker sofort? Nein. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Und jetzt bleib im Ball. Mit guter Erfolgsquote. Yo, gar nichts Gutes. Warum? Entweder brauchen wir ganz dringend Hyperbälle. Oder wir brauchen ganz dringend statusverändernde Attacken. Yo, ich habe keinen Bock mehr, die scheiß Viecher hier zu fangen. Es tötet ja auch noch unser Kranowitz, ich werde nicht mehr. Nee, einfach keinen Bock. Einfach keinen Bock, wir gehen jetzt weiter in die nächste Stadt. Und ich wollte eigentlich nur mal gucken, was hier auf dem Schild steht. Tipps, wir brauchen unbedingt Tipps. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bringst du einem Pokémon mit TMs Attacken unterschiedlicher Typen bei, hat es gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. TPs hingegen kannst du nur einmal einsetzen. Überlege also gut, wie du sie verwenden willst. Jojo. Jojo. Nein! Am besten Flottball. Ja, wenn man... Aber Flottball bringt halt auch nichts mehr, wenn du halt so 3-4 Runden schon verschwendet hast in dem Kampf, ne? Wir haben auch noch keinen Salanga. Haben wir überhaupt Flottbälle? Nö, wir haben nicht mal Flottbälle. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, meine Zeit damit zu verschwenden, Pokémon zu fangen, die sowieso nicht im Ball bleiben. So, wir gehen jetzt, wir müssen gleich unser Kranowitz einmal wieder beleben. Bären habe ich auch keinen Bock zu pflücken. Damit es, nö, wenigstens Erfahrung sammelt, während wir hier kämpfen. Geht es immer in der ersten Runde. Okay. Aber dafür muss man erstmal Flottbälle haben. Und die haben wir nicht. Was wollte ich jetzt machen? Nochmal das Kranowitz wiederbeleben. Blablabla. So.
Du willst doch bestimmt kämpfen. Jo.